Zu Füßen der steilen Felswände erstreckt sich unberührte, zugewucherte Natur. Hier und da bringt ein tröstlicher Schimmer Licht in diese dunkle, dumpfe Welt. Tief darin verwurzelt steht ein Riese. Ein 600 Jahre altes Afro-Gelbholz. 35 Meter hoch ragt er aus dem Wald empor. Der höchste einheimische Baum in Südafrika. Von den obersten Zweigen bis hinunter zum Boden bietet der Riese Schutz und Nahrung für all jene, die sich in oder unter seinem Astwerk verstecken. Jahrhunderte hindurch hat der Titan Leben kommen und gehen gesehen. Welche Geheimnisse verbirgt er in seinem Geäst? Er ist der Hüter der Geschichten in diesem uralten Reich. Dies ist der Soutphansberg, das steinerne Rückgrat der Limpopo-Provinz im nördlichsten Winkel Südafrikas. Der Gelbholzriese herrscht über diesen Urwald. Er ist der Gebieter der Berge. Der März beschließt den Sommer im Soutphansberg. Auf den ersten Blick scheint dieses Paradies verlassen. Doch das schier undurchdringliche Dickicht bietet allen Lebewesen hier eine gute Tarnung. Einzig das Vogelgezwitscher ist in der gespenstischen Stille als tröstlicher Klang zu vernehmen. Ein durchdringender Ruf gesellt sich zum unaufhörlichen Vogelgesang. In den Baumwipfeln ist Südafrikas einziger, ausschließlich im Wald lebender Primat zu Hause. Die Weißkehl-Meerkatze. Sie ist bekannt für ihr zurückhaltendes Wesen. Es ist ein seltenes Vergnügen, einen Blick auf diesen scheuen Waldbewohner zu erhaschen. Die Weißkehl-Meerkatze hat eine große, 38-köpfige Familie. Innerhalb der Gruppe gibt es ein erwachsenes Männchen, das einem Harem von Weibchen und deren Nachwuchs vorsteht. Die Meerkatzen werden von etwas angelockt, das man im Allgemeinen als Gelbholzfrucht bezeichnet. Doch Früchte entstehen aus Blüten und die gibt es hier nicht. Das gewöhnliche Afro-Gelbholz gehört zu einer alten Familie namens Koniferen. Und es hat auf unserem Planeten schon lange, bevor blühende Pflanzen in Erscheinung traten, existiert. Statt Blüten entwickelt es männliche und weibliche Zapfen, allerdings nicht am selben Baum. Nur weibliche Bäume entwickeln die sogenannte Frucht. Dieser Riese ist tatsächlich also eine Art Königin über den Wald. Ein Jahr nachdem ihre Zapfen bestäubt worden sind, hängen nun lauter fleischige, gelbe Früchte in ihren Zweigen. Sie sind keine 2 Zentimeter groß und schmecken recht harzig. Doch Vögel und andere Tiere mögen dieses Aroma und strömen in Scharen zum Afro-Gelbholz. Die Affen verschmähen den Samen. Er landet zusammen mit abgekauten Fruchtstücken auf dem Waldboden. Kräuselhaubenperlhühner picken die Brocken gierig auf. Wenn seine Früchte reif sind, serviert das Afro-Gelbholz der Gruppe einen Festschmaus aus verschmähten Früchten. Tatsächlich begeben sich die Meerkatzen und die Perlhühner oft gemeinsam auf Nahrungssuche.
Und die Vögel lesen auf, was die Primaten nicht gefressen haben. Doch die sonderbare Paarung hat einen weiteren Vorteil. Mehr Augen, die nach Fressfeinden Ausschau halten können. Auf dem Boden ebenso wie oben im Baum. In diesen warmen Sommermonaten begrüßen die Meerkatzen neue Mitglieder in ihrer Gruppe. Für gewöhnlich bringt ein Weibchen nur ein Junges zur Welt, das sie in seinem ersten Lebensmonat nicht aus den Augen lässt. Das Junge klammert sich ganz fest an seine Mutter, wenn sie auf der Suche nach Nahrung durchs Geäst klettert. Die Mutter braucht die Nährstoffe der Afrogelbholzfrüchte, um Milch zu produzieren. Sie benötigt ständig Nachschub, denn sie säugt ihr Kleines die nächsten beiden Jahre lang. Doch die Meerkatzen und die Perlhühner sind nicht die einzigen, die sich holen, was die Königin des Waldes zu bieten hat. Aus ihrem Geäst schallt ein dumpfer Ruf durch den Wald. Glanzhauben-Turakos ernähren sich fast ausschließlich von Früchten und statten der Baumriesin häufig einen Besuch ab, wenn ihre Früchte reif sind. Ihr glänzendes, farbenprächtiges Gefieder ist ein herrlicher Anblick. Vor allem, wenn die karmesinroten Schwungfedern aufblitzen. Die besten Flieger sind sie freilich nicht. Deshalb laufen sie leichtfüßig über die Zweige und Äste der Baumwipfel. Und hüpfen oder gleiten von Ast zu Ast. Die Turakos und andere Vögel, die sich von Früchten ernähren, verteilen die Samen der Riesin überall im Wald. Dunkelheit legt sich über das Gebirge. Funkelnde Sterne ziehen über den Abendhimmel. Sechs Jahrhunderte ist der Baumtitan schon Zeuge dieses kosmischen Wunders. Die Tiere im Wald erwachen. Und in den Baumkronen rund ums Afrogelbholz rühren sich auch die Kräuselhauben-Perlhühner. Die auffälligen Vögel übernachten hoch oben in den Wipfeln, denn dort besteht für sie keine Gefahr. Jetzt im Mai sind die Herbstmorgen kühl hier oben im Blattwerk. Die Vogelschar verlässt ihren Schlafplatz und begibt sich auf Nahrungssuche unterm Afrogelbholz. So eine Familie ist sehr sozial. Ständig wird kommuniziert, um sich nicht zu weit voneinander zu entfernen. Chef der Gemeinschaft ist ein Männchen. Auf diese Rolle hat er Anspruch, weil er der fitteste und ausdauerndste ist. Er hat sich etwas erhöht postiert und behält seine 30-köpfige Schar im blutroten Auge. Was die Suche nach Nahrung anbelangt, nötigt einem ihre Beharrlichkeit wirklich Bewunderung ab. Sie bringen den Großteil des Tages damit zu, das Laub auf dem Boden nach Samen zu durchstöbern. Sie graben nach Wurzeln und Knollen, kratzen und scharren nach saftigen Leckerbissen wie Spinnen oder Tausendfüßlern.
Im Herbst muss sich die Schar etwas mehr anstrengen, um etwas zu fressen zu finden. Der Sommer und die Früchte des Afrogelbholzes sind nur mehr ferne Erinnerung. Doch der Wald steckt voller versteckter Schätze. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Ein durchdringender Schrei setzt der friedlichen Beschaulichkeit der morgendlichen Schatzsuche ein jähes Ende. Verantwortlich dafür ist ein Schliefermännchen. Mit seinen Territorialrufen verteidigt er das Afrogelbholz das ganze Jahr hindurch. Doch jetzt im Herbst ist Paarungszeit und seine Rufe sind viel öfter zu hören. Er bewacht seinen Bau. Eine Gruppe von Felsblöcken im Schatten der Baumriesin. Darin versteckt sich sein Harem. Er ist Hausherr in einer Kolonie von 17 Weibchen und ihren Jungen. Ein Rivale. Ein anderes Männchen droht ihm mit provokant anmaßendem Gehabe. Aber es braucht nicht viel, um diesen Eindringling einzuschüchtern. Er ist kein Gegner für diesen erfahrenen Champion. Mit aufgestellten Rückenhaaren will ein weiterer Herausforderer gegen den Herrn des Felsens antreten. Aber auch den muss man nicht ernst nehmen. Und noch einer. Aber dieser Gegner versucht ihn einzuschüchtern, indem er mit den Mahlzähnen knirscht. Das war jetzt doch ein kleiner Schreck. Ein geschmeidiger Rückzug ist dem dominanten Männchen lieber, als seinen Bau zu verlieren. Lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen. Der Klippschliefer ist ein ausgezeichneter Baumkletterer. Oft sucht er in den Bäumen nach Nahrung. Beim Erklimmen der Zweige verlässt er sich auf seine dicken, gummiartigen Fußsohlen, die ihm guten Halt bieten. Die inneren Zehen an den Hinterfüßen haben lange Krallen und dienen ihm zur Fellpflege. Mit ihnen und den fast schon kammartigen vier Schneidezähnen kann er sich fast an jeder Stelle des Körpers kratzen. Der Schliefer sieht aus wie ein Nagetier. Da ist sein nächster lebender Verwandter eine echte Überraschung. Der afrikanische Elefant. Ihre enge Verwandtschaft gründet sich auf den ähnlichen Aufbau von Füßen und Zähnen. Diese Kolonie lebt schon seit Generationen in den Felsspalten neben dem Afrogelbholz. Vielleicht hat sie ja schon erlebt, wie der Keimling ausgeschlagen hat. In einem Bau in Südafrika hat man Urinschichten gefunden, die 55.000 Jahre alt sind. Dieser alte Wald kann sehr beengend sein. Selbst der Raum zwischen den Bäumen ist bewohnt. Rings um das Afrogelbholz spannen sich seidene Schleier, die im Sonnenlicht schimmern. Eine Kaitspinne, eine gefährliche Schönheit mit Stacheln, die aussieht wie ein Krebs, reinigt sorgfältig ihr Netz. Doch die Königin beherbergt in ihren oberen Gefilden ein noch größeres Juwel. Hier oben hat eine der beeindruckendsten afrikanischen Radnetzspinnen ihr Netz gewebt, die Cerostris darwini.
Ihre Spinnseide ist so robust wie keine andere. 10-mal so stark wie Kevlarfasern. Damit webt sie Netze, die an Größe kaum zu überbieten sind. Bis zu 3 Quadratmeter groß. Der Schlüssel zu dieser außerordentlichen Robustheit liegt in der Elastizität der Seide. Sie macht die Netze doppelt so belastbar wie die von anderen Radnetzspinnen. Der Winter steht vor der Tür und die Baumriesin hat keine Nahrung mehr zu bieten. Ihre Zweige haben inzwischen weder Zapfen noch Früchte. Die Weißkehl-Meerkatzen müssen jetzt woanders nach Futter suchen, wobei ihr Territorium auf 46 Hektar rund um das Afrogelbholz beschränkt ist. Zum Glück hält der Urwald eine große Auswahl bereit. Sie stopfen sich süße Früchte in die Backen, um sie später an einem geschützteren Platz im Wald zu verzehren. Auch Blätter stehen auf dem Speiseplan. Doch ein Weibchen hat das Große losgezogen. Eine Gottesanbeterin. Ein saftiger Leckerbissen. Noch leckerer als solche Fangschrecken sind Raupen. Die mit den Haaren brennen, da muss man vorsichtig sein. Sie reibt die Insektenlarve an einem Zweig ab, um die Brennhaare loszuwerden. Vielleicht keine so gute Idee. Früchte werden im Magen der Meerkatzen verdaut. Blätter fermentieren in einer Art Tasche am Dickdarm. Miteinander verwandte Weibchen sind das Herz der Gruppe und zeigen dem Nachwuchs, welche Bäume die besten Früchte tragen. Für diese Affen gibt es eigentlich keinen Grund, dieses paradiesische Fleckchen üppigen Grüns zu verlassen. Und ihre Obstbäume werden sie gegen rivalisierende Gruppen erbarmungslos verteidigen. Jetzt, da der Winter kommt, werden die Meerkatzen noch wachsamer sein müssen, denn in den kommenden Monaten wird Nahrung rar gesät sein. Am Sautpansberg treffen verschiedene Ökoregionen zusammen. Dichte Urwälder gehen hier etwa in das Grasland vom Süden und in die Trockensavanne vom Norden über. Im Juni ist die kalte Winterluft geschwängert von würzigen und süßen Düften. Wenn blühende Aloen und Büsche dem felsigen Grasland vor dem Wald ein sanftes Gesicht verleihen. Zwei Drittel der Vögel und Säugetiere des Landes sind rund um den Sautpansberg zu Hause. Keine andere Gegend Südafrikas ist so von Leben erfüllt wie dieser Landstrich. Dies ist ihr Land. Ihr Königreich. Doch die Königin ist nicht allein. Es gibt einen König. Hinter der Riesin steht noch ein Afrogelbholz. Ihr männliches Ebenbild.
Zwar ist er viel kleiner als seine Gefährtin, doch er ist immer noch ein Prachtstück von Baum. An seinen Zweigen sitzen hellgrüne männliche Zapfen. Die kleinen, weidenkätzchenähnlichen Zapfen reifen nun schon seit 18 Monaten. Dennoch sind sie noch nicht bereit, ihren Pollen in die Welt zu entlassen. An diesem Morgen ist es im Wald bitterkalt. Die Temperatur liegt bei gerade mal 5 Grad Celsius. Die Felsblöcke unter dem Afro-Gelbholz werden überall dort schön warm, wo das flirrende Sonnenlicht auf sie trifft. Ein perfekter Platz für den Schliefer, um ein Wärmebad zu genießen. Auch sich oben auf einem sonnigen Ast zu regeln, ist nicht verkehrt. Der Schliefer hat einen langsamen Stoffwechsel, da ist es schwierig für ihn, die Körpertemperatur konstant zu halten. Ein Sonnenbad hilft dabei, die kalten, steifen Glieder auf Betriebstemperatur zu bringen. An kühlen Morgen wie diesem erhöht er seinen Herzschlag auf 160 Schläge pro Minute, um warm zu werden. Wird dem Schliefer zu warm, hilft Hecheln, denn dabei verdunstet Speichel. Bis zu 200 Mal in der Minute schafft er es zu atmen. Die Natur hat den Schliefer zu einem recht faulen Wesen gemacht, das 95% seines Tages mit Sonnenbaden oder Ruhen zubringt. Eine Ewigkeit für einen Pflanzenfresser. Auch die Weißkehlmeerkatzen suchen sich ein Sonnenplätzchen, um die Wärme zu genießen. Eine kleine Auszeit zum Faulenzen. Wer im Wald wohnt, fängt sich schnell ein paar Zecken und Flöhe ein. Die sind eine rechte Plage. Dabei will man sich doch nur in der Sonne ahlen. Manchmal braucht ein Affe einfach mehr Hände. Wie gut, dass jemand von den anderen einspringen kann. In der Meerkatzengruppe sind alle gute Freunde und Lausen bekräftigt diese Freundschaft. Das Alpha-Männchen genießt mehr Lauseaufmerksamkeit von seinem Harem als die anderen in der Gruppe. Ein Zeichen ihrer Liebe und Ergebenheit. Gegenseitiges Lausen sichert den Frieden innerhalb der Gruppe. Aggressionen sind selten. Das Leben ist schön. Die Gruppe hat ein sorgloses Dasein. Die Sonnenanbeter haben nichts davon mitbekommen, dass ihre größten Feinde wieder in der Nachbarschaft Einzug gehalten haben. Ein paar Kronenadler nutzt diesen Horst schon seit Jahren. Jedes Jahr haben sie mehr Material hinzugefügt, bis er zu dieser riesigen Konstruktion gereift ist. Doch es ist nicht ihr einziger Horst. Die Königin des Waldes beherbergt einen weiteren, in dem das Paar letztes Jahr einen einzelnen Jungvogel aufgezogen hat. Heuer haben sie sich dazu entschieden, in einem Zelt des Afrikaner, einem weißen Stinkholz, am Waldrand zu nisten. Die Raubvögel scheuen sich nicht, ihre Anwesenheit kundzutun. An ihrem Horst unterhalten sie sich laut. Und bald schon sind sich sowohl Affen als auch Schliefer der Gefahr in ihrer Nachbarschaft gewahr.
Kronenadler sind die stärksten Adler Afrikas. Sie töten durchaus Tiere, die 5-mal so schwer sind wie sie, indem sie mit ihren mächtigen Klauen den Schädel der Beute zerquetschen oder ihr die Wirbelsäule brechen. Mit einer Flügelspannweite von knapp 2 Metern sind sie ein gefürchteter Fressfeind für jedes kleine Pelztier. Der Frühling steht vor der Tür und sie haben ein Ei gelegt. Das Weibchen bleibt im Nest, um das Ei zu bebrüten. Das Männchen macht sich für sie auf die Jagd. Der Warnruf einer Weißkehlmeerkatze scheucht die Affen und Schliefer auf. Alle suchen Deckung. In dem ganzen Aufruhr ist jemand verloren gegangen. Unruhig wartet das Weibchen im Nest darauf, dass ihr Gefährte zurückkehrt. Er hatte Erfolg. Gierig schnappt sie nach seinem Mitbringsel, einem jungen Schläfer. Der Frühling mit seiner trockenen Septemberhitze lässt die Natur kaum zu Atem kommen. Regen wird erst am Ende der Jahreszeit kommen. Die Baumriesin hat es schwer in dieser Dürrezeit. Sie könnte wirklich Wasser brauchen. Sie bildet nicht nur flache Wurzeln im Boden aus, die Regenwasser aufnehmen, sondern treibt eine Pfahlwurzel tief in den Grund hinein. Diese lange Pfahlwurzel hat ein eigenes, ausgedehntes Wurzelsystem, das nach unterschiedlichen Feuchtigkeitsquellen tastet. Keinen Kilometer entfernt segnet der Berg den Wald mit seinen Gaben aus höheren Lagen. Wie Adern bringen die Flüsschen den Lebenssaft ins wuchernde Grün des Afro-Gelbholzwaldes. Es fließt und fließt, immer weiter, erweckt jede Spalte, jeden Ritz zu neuem Leben. Im grellen Licht des Septembernachmittags wirkt der Wasserlauf wie ein angeschmolzener Spiegel. Er stillt den Durst vieler Pflanzen und Tiere des Soutpansbergs. Wo sich Becken gebildet haben, schwimmen Taumelkäfer auf dem Wasser. Sie lesen Insekten auf, die nicht mehr aus dem Wasser kommen oder auf der Oberfläche dahintreiben und sehen aus wie Tänzer eines wohl choreografierten Wasserballetts. Ein Angola-Flussfrosch hält vom Ufer aus nach Beute Ausschau. Mit seinen kräftigen Hinterbeinen und ordentlichen Schwimmhäuten zwischen den Zehen ist er ein perfekter Jäger in und am Wasser. Mit seinem charakteristischen Ruf, einem Quaken und Rasseln, tut er allen Rivalen seine Anwesenheit kund. Das ist mein Jagdrevier. Auch eine Wasserjungfer jagt an diesem Bach. Sie wird von kleinen Mücken, Eintagsfliegen und Moskitos angelockt, die sich hier am Wasser tummeln. Alles, was die Meisterin der Lüfte tun muss, ist, sie aus der Luft zu schnappen. Ein Wasserjungfermännchen klammert sich mit Hilfe seines Hinterleibs an dem Weibchen fest, mit dem er sich gerade gepaart hat.
So können andere Verehrer seine Spermien nicht entfernen, um ihre eigenen zu übertragen. Erst wenn sie ihre Eier abgelegt hat, ist seine Nachkommenschaft gesichert. Sie legt sie unter Wasser in Schlitze, die sie in die Stängel von Wasserpflanzen schneidet. Ist das erledigt, muss sie sich erst einmal abtrocknen, bevor sie sich wieder auf den Weg machen kann. Das Wasser fließt wie die Zeit. Weiter und immer weiter. Der Baumriesin gibt das nährstoffreiche Wasser Kraft und Energie. Der feuchte, fruchtbare Boden hat dieses Afrogelbholz zu dem ehrfurchtgebietenden Titanen gemacht, der es heute ist. Doch die Herrschaft der Königin wird bedroht. Ein Thronräuber schließt seine Klauen immer fester um ihren Königinnenstuhl. Ein Hochstapler, der ihr langsam aber sicher die Nahrung entzieht. Jahre schon erklimmt eine Würgefalge mit ihrem Netz aus Luftwurzeln ihren Stamm. Die Feige entwickelt eine üppige Krone, die die Königin des Sonnenlichts beraubt. Jeden Tag wird ihr Griff ein wenig fester. Jeden Tag quetscht sie ein wenig mehr Leben aus ihrer unfreiwilligen Wirtin. Eine verhängnisvolle Umarmung, die die Riesin schließlich zum Sturz bringen wird. Eine neue Jahreszeit zieht über dem Sautpansberg herauf. Wolken sammeln sich am Horizont. Ein Sturm braut sich zusammen. Die Luft ist elektrisch geladen. Der Wald wirkt wie angespannt. Wenn der Regen da ist, ist der Frühling zu Ende. Die November-Wolkenbrüche geben der Landschaft ihre ursprüngliche Pracht zurück und hüllen das Afrogelbholz in weißen Dunst. Die Weißkiel-Meerkatzen mögen solche nassen Tage gar nicht und entfernen sich bei der Nahrungssuche nicht zu weit von der Baumriesin. Sie ist ihr Refugium. Auch völlig durchnässt gehen sie weiter ihren täglichen Geschäften nach. Die Kräuselhauben-Perlhühner scheint der Regen nicht weiter zu stören. Ein Waldregenfrosch, der in dieser Gegend heimisch ist, gerät zufällig an ihren Futterplatz. Schon so manches Kräuselhauben-Perlhuhn hat um solch einen Leckerbissen erbitterte Kämpfe ausgefochten. Aus irgendeinem Grund bemerken sie die plump daherkommende Amphibie nicht und der Frosch macht sich flugs aus dem Staub. Nur selten fressen Schliefer mitten am Tag, wenn die Temperaturen am höchsten sind. Sie machen das Beste aus dem trüben Wetter. Sie erklimmen die Bäume, um sich an der verschwenderischen Fülle frischer, junger Blätter gütlich zu tun. Schliefer können fast jegliches Grünzeug fressen. Selbst die zähesten Happen im Wald sind für die endosymbiotischen Bakterien in ihrem dreikammrigen Magen kein Problem. Und so kommen sie mit einer beeindruckenden Vielfalt von Pflanzen bestens zurecht. Sie sind behende Kletterer, Akrobaten, die noch auf den dünnsten Zweigen balancieren, wenn es gilt, die saftigsten Blätter zu erwischen. Allerdings führt das bisweilen zu heiklen Situationen.
Im Dezember ist Regenzeit im Sautpansberg. Schwül ist es hier und feucht. Nebelschwaden tanzen zwischen hohen Felsen und Bergspitzen. In diesen Bergen fällt mit am meisten Regen in Südafrika. Durchschnittlich werden hier 1900 mm Niederschlag im Jahr verzeichnet. Den Wäldern in den Gebirgstälern tut all die Feuchtigkeit der Luft natürlich gut. Die Flechten und Epiphyten an den Zweigen des Afrogelbholzes nehmen aus dem Nebel Wasser auf. Auch wenn es nicht regnet, sorgt der feuchte Dunst für unablässiges Getröpfel im Wald. Alles ist durchweicht. Die Sonne lässt sich kurz blicken und ihr Licht funkelt in den Tröpfchen auf den Epiphyten im Afrogelbholz. Orchideen. Farne und Sukkulenten wie Senecio barbetonicus wachsen inmitten der Blätter der Baumriesen. Am meisten fallen an den Afrogelbholzzweigen natürlich die Usneae auf, auch bekannt als Bartflechten. Diese Flechte schädigt den Baum nicht, sie lebt mit ihrer Wirtspflanze in Symbiose. Der bartartige Wuchs ist der Tatsache geschuldet, dass hier zwei Organismen zusammenleben. Eine Alge und ein Pilz. Die graugrünen Gespinste sind anfällig für Luftverschmutzung. In der sauberen Luft des Sautpansbergs gedeihen sie natürlich prächtig. In der Nähe des Afrogelbholzes durchbricht ein dünner, krächzender Schrei die Stille des Waldes. Es ist ein Paradiesschnepperweibchen. Sie ist sehr aufgeregt. Ihr Partner beobachtet sie von einem anderen Zweig aus. Im Gegensatz zu ihr besitzt er lange, prächtige Schwanzfedern. Afrikanische Paradiesschnepper sind von Natur aus laute Vögel. Doch heute scheint das Paar ganz besonders unruhig. Das ist der Grund. Dies ist kein Zweig. Es ist eine Lianennatter. Sie kann völlig erstarren und sieht dann aus wie ein dünner Zweig. So ist sie kaum zu entdecken. Doch den Paradiesschneppern entgeht nichts. Ihr Nest muss ganz in der Nähe sein. Die zierlich erscheinende Schlange ist hochgiftig. Ihr Gift kann für Menschen tödlich sein. Ein Gegengift gibt es nicht. Ein kleiner Vogel wie der Paradiesschnepper würde keine Chance haben. Die Tage werden noch wärmer. Der Sommer beginnt, das Afrogelbholz zu verwandeln. Im Januar treibt die Baumriesin neu aus. Überall sind junge Blätter zu sehen. Die zarten, hellgrünen Triebe heben sich deutlich von ihrem normalen, dunklen Laub ab.
Aber das ist erst der Anfang. Am männlichen Afro-Gelbholz sind die Zapfen, 2 Jahre sind sie inzwischen alt, braun geworden und haben ihren kostbaren Blütenstaub auf die Reise geschickt. Übrig ist nur noch ein weißer, pulveriger Rest am beschuppten Zapfen. Der Pollen treibt im Wind. Ein fruchtbarer Staub, der lautlos zu ihr wandert, dem weiblichen Afro-Gelbholz. Er setzt sich an den frischen Zapfen der Baumriesin ab und befruchtet sie. In etwa einem Jahr werden die glatten Kugelzapfen sich in fleischige Früchte verwandelt haben, die einen holzigen Samen ummanteln. Vielleicht wird einer davon in ein paar hundert Jahren zur Größe dieser Titanin herangewachsen sein. Sekunden, Minuten, sogar Stunden sind belanglos für die Königin des Waldes. Für diese uralte Riesin sind die Jahreszeiten nur flüchtige Augenblicke. Die Forschungsreisenden aus Europa hatten das südliche Afrika noch gar nicht entdeckt. Da bot dieses mächtige, gewöhnliche Afro-Gelbholz schon Tieren und Pflanzen ein Zuhause im Schutz seines Geästes. Doch diese Baumriesin ist eine der wenigen Überlebenden. Die Holzwirtschaft dezimiert ihre Art. Nicht einmal 10% der alten, riesigen Afro-Gelbholze sind noch übrig. Und da sie immer seltener werden, steigt auch ihr Preis. Und ihr Holz wird zu einer begehrten Preziose. Diese Riesin ist eine von einer Handvoll über 500 Jahre alter Afro-Gelbholze, die noch standhalten. Sie und ihresgleichen stehen in Südafrika jetzt unter Naturschutz. Die Zukunft ihrer Sämlinge hingegen steht noch in den Sternen.